Ja, das ist die Tür. Denk nur dran zu schreien, wenn sie dir ans Leder geht. Danke, jetzt fühle ich mich viel besser. Aufbauende Worte. Hey, Freya. Wie, kann ich eine alte Freundin nicht besuchen? Ist doch nichts dabei, oder? Ich meine, nur weil ich für den Tod deines Sohns verantwortlich bin, heißt das nicht... das sollte ich wohl nicht erwähnen. Wie bitte, Freya? Warum ich das um den Hals trage? Die Pfeilspitze, an der dein Sohn starb? Gute Frage. Ich bin so tot. Nee, glaube ich noch nicht mal. Wird schon schief gehen. Ich denke auch, das wird gut gehen. Oder ist sie? Ja, besser ist das. Pack die mal rein. Freya! Wärst du bei Sindri geblieben? Halt! Stopp! Dein Vater. Wo ist er? Nicht hier! Schickt er dich? Nein! Er weiß es nicht! Bleib lieber weg! Er nahm mir den Sohn. Wieso glaubst du, ich tue nicht dasselbe? Weil du besser bist. Epischer Moment. Wettest du dein Leben darauf? Du denkst, du kennst mich? Du hast mich noch nicht getötet. Während du überlegst, lass mich doch los und ich sag dir, warum ich hier bin. Es hat keinen Sinn, deinen Vater zu verteidigen. Sein Schicksal steht fest. Aber du weißt, wer an allem schuld ist. Ich komme nicht dran an Odin. Und ich brauche es nicht. Ragnarök holt ihn. Ja? Und ich sag dir jetzt, er war in Midgard. Er kam zu uns. Bot uns Frieden, wenn wir ihn nicht bekämpfen. Sagt Ragnarök, sei abgewendet. Er lügt. Kann sein. Aber laut Groas Prophezeiung hängt alles von einer Armee Riesen ab. Die Riesen warten auf den Krieg in Jötunheim. Nein, ich war dort. Da ist keine Armee. Nicht mal ein Riese. Nur ich. Boom, und jetzt weiß sie's. In Jötunheim erfuhren wir es. Mutter war die letzte Hüterin unseres Volks in Midgard. Und das ist noch nicht alles. Die Riesen haben Prophezeiungen über mich. Sie kennen mich als Loki. Ich glaube, ich soll helfen, Odin aufzuhalten. Irgendwie. Aber da alle Riesen tot sind und du nicht kämpfst, hat er schon gewonnen. Arbeiten wir doch zusammen. Du kannst wieder kämpfen. Davon bin ich weit entfernt. Na schön. Schon gut. Aber wir fanden Tyr. Du könntest mit ihm reden. Tyr ist am Leben? Ja. Wir befreiten ihn aus Svartalfheim. Unmöglich. Die neuen Welten sind geschlossen für alle. Nein. Wir öffneten den Weg. Wir wissen nur nicht, was jetzt. Aber wenn wir uns alle verbünden... Genug. Genug! Was hat sie vor? Verschwinde von hier. Geh und komm nicht zurück. Geh, bevor ich mich besinne.
Erwarte nicht dieselbe Gnade für deinen Vater. Aber ich glaube, die wird cool. Die ist nicht, das ist kein böser Mensch. Die ist nicht böse. Die wird uns helfen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Sehr schön, ich sollte mal eben aufleveln. Da machst du ja nichts verkehrt, kannst du ja alles machen. Was schaut's denn hier aus? Was sollten wir nehmen? Oh, Fähigkeiten. Okay, wir hätten leveln können. Das sollten wir auch definitiv tun. Aber ich glaube, wir werden sowieso gleich zu Kratos zurückkehren. Wir warten mal einfach. Na schön, ich bin nicht tot. Aber Antworten habe ich keine. Also war das alles vielleicht nur große Zeitverschwendung, was ich bei Sindri niemals zugeben werde. Dass ich gerne klettere. Aber ich glaube, da kommt jetzt gleich was. Ah, Ymir sei Dank. Dir geht's gut. Wie ist es gelaufen? Ich dachte Sindri, schon. Ich hab doch gesagt, ich kann das. Aber sie wird uns wohl nicht helfen. Wo ist deine Halskette? Oh, ich hab nachgedacht und sie abgelegt. Sie hat sie, nicht wahr? Heute war dein Glückstag. Also erzähl, wie war es so mit dem Chaos? Ich wusste es doch. Das war gerade repariert! Ich wusste es doch. Ich habe immer noch meinen Tricks, falls du mich brauchst. Stehe ich hier hinten. Ein Augenblick. Lauwe! Nachfahre! Boom, dieser Tritt ist so heftig. Boom! Das ist Taekwondo, Junge! Das repariere ich später. Los, verschwinden wir hier, bevor noch etwas uns umbringen will. Ja, gute Idee. Verzeih mir, aber erzählen wir deinem Vater davon? Schließlich hast du reinen Tisch gemacht. Niemals! Dann bist du tot! Stimmt. Ach, apropos reiner Tisch. Ich bräuchte zu einer Sache deine Meinung. Eine Sache, die ich lange vor meinem Bruder dachte. Ist das je auf? War's das? Nein. Okay, aber jetzt. Zurück zum Alfheim-Turm. Wie war das? Lange vor deiner Geburt gab es einen Unfall in der Schmiede. Brock starb. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich ging zum Seelensee in Alfheim, um ihn zurückzuholen. Legionen von Seelen versuchten, mich aufzuhalten. Ich spüre immer noch, wie sie über meine Haut kriechen. Allerdings konnte ich nur 3 seiner 4 Seelenteile zurückholen. Brock dachte, er war bloß ohnmächtig. Ich habe ihm nie die Wahrheit gesagt.
Das nagt wirklich an mir. Du musst es ihm sagen. Er hat ein Recht darauf. Wenn die Zeit kommt, das gilt auch für deinen Vater. Es ist nicht dasselbe. Wirklich? Jetzt? Jedenfalls hast du was Gutes getan. Du hast Brock gerettet. Ich hab Mist gebaut. Nein. Ich traf eine Wahl. Eine, die nicht meine war. Was heißt das, eine Wahl? Ich konnte nicht allein sein. Die anderen Zwerge mieden uns, als sie ihn sahen. Wir gingen, hielten zueinander. Naja, Vergangenes ist vergangen. Es muss dich nicht beschränken. Gehen wir heim, bevor Vater aufwacht. Das ist heute Nacht vielleicht dein bester Einfall, Tre. Tre? Ist ein Klappe. Ist ein Klappe. Das ist so ein fantastisches Spiel, Leute. Ich muss nochmal sagen, seid mir nicht böse, dass ich nicht so viel rede heute oder generell in diesem Gameplay. Was denn einer? Aber ich würde es einfach nur versauen mit meinem Gelaber. Das war noch schlimmer. Hab's beim Aussprechen gemerkt. In Ordnung. Wollen wir? Es wird den ganzen Charme, die ganze Spannung da rausnehmen. Ich will nicht mit leeren Händen kommen. Nach dem Fehlschlag mit Tyr. Mal langsam, kleiner Jöten. Tyr hat deine Erwartungen vielleicht nicht erfüllt, aber ein Fehlschlag? Du hast ihn vor einem schlimmen Schicksal bewahrt. Das ist nicht wenig. Und hey, vielleicht hilft er uns ja doch noch. Vielleicht. Aber Vater macht dabei nicht ewig mit. Er hat wahrscheinlich schon unser nächstes Versteck ausgesucht. Tja, machen wir es nicht schlimmer, indem wir erwischt werden. Wenn wir ankommen, verwische ich unsere Spuren am Tor und schleiche hinten rum. Und du verhältst dich unauffällig. Aber schnell. Los, los, los. Wo läuft denn der jetzt lang? Wo ist denn der jetzt lang gelaufen? Lass ihn labern, ich geh durch die Tür. Das ist nicht die Gefahr, die mich besorgt. Trauen wir dem Pfad, den sie für uns wählen werden. Ich traue ihrer Weisheit. Und näher kommen wir nicht an ihren direkten Rat. Bist du sicher, dass die Riesen nicht zum Krieg raten? Ich sagte, sie sind weise. Nach meiner Erfahrung geht das mit Frieden einher. Oh, kleiner Bruder! Hab ich's doch gewusst! Atreus, wo warst du denn? Pinkeln. Ich hoffe, ihr habt Hunger! Verdammter Lügner, Junge! Sind alle so ausgeruht wie ich? Gleich unten. Sind das Würstchen? Klar, warum nicht? War Essen früher nicht besser? Dann würdest du sicher gerne mal für diese Bande kochen, hä? Abgemacht. Was? Atreus, wir planen das nächste Ziel. Oh, und wo geht's hin? Alfheim, die Heimat der Alben. Alfheim? Du hast Alfheim und wir ziehen dahin? Hinziehen? Nein, wir suchen Informationen. Der Schrein von Groa, Kleiner. Dein Vater sagt, du hast ihn gefunden. Groa? Hüterin des Wissens? Oh, vielleicht kann ich dort ein Geheimnis lüften. Ja, warum nicht die Seherin, die alles sah? Ich wusste nicht, ob du... Egal, klingt toll. Alfheim. Hey, vergiss nicht das, womit du dorthin kommst.
Wisst ihr was? Ich baue einen größeren Tisch. Die beiden sind so geil, ey. Mehr für mich. Tyr, du willst uns wirklich begleiten? Ja, wenn ihr bereit seid. Also, wenn dein Vater bereit ist, sollte ich sagen. Wenn mein Rat euch helfen kann, die gesuchten Antworten zu finden, ist das das Mindeste, was ich tun kann. Und ich glaube, es wird mir gut tun, das Licht von Alfheim wiederzusehen. Dieses Alpenlicht ist verdammt gut. Also, von wem stammt dieser Plan? Oh, von Mimir natürlich. Ich habe nur gefragt, wie du mich gefunden hast, und er erklärte mir die geheimen Prophezeiungen in den Jötnar-Schreinen. Faszinierend. Dann listeten wir die Schreine auf, die wir gesehen hatten, und dein Vater erinnerte sich, dass er den Groa-Schrein vor dem Tempel des Lichts gefunden hatte. Und jetzt, da wir tatsächlich nach Alfheim können, wurde der logische nächste Schritt völlig klar. Der klügste Mensch der Welt folgt immer dem logischsten Weg. Sogar ohne Füße. Bitte verzeiht mir den Scherz. Ich mochte unsere Gespräche immer sehr, wisst ihr. Ja. Und es ist schön, dich wieder als freien Mann zu sehen. Und danke auch an dich, Brock. Diese Kleidung ist besser, als ich verdiene. Verdammt richtig. Nicht zu vergessen, was Brock beim Hausherrn eintauschen musste, um den Yggdrasil-Samen für euch zu kriegen. Beim Hausherrn? Er ist nicht der Hausherr. Er ist nicht der Hausherr. So, wir essen da noch eine Runde, wir speichern und danach geht's weiter, Leute.